Jeder mit einem Instagram-Account kennt ja wahrscheinlich die Problematik oder das Gefühl, wenn er durch Instagram scrollt und sich denkt, fuck, jeder andere hat irgendwie ein besseres Leben als ich. Da sind einfach Leute, die ihr ganzes Leben lang verreisen, scheinbar das perfekte Leben haben, nur geile Fotos von supergeilen Orten posten und bei denen es aussieht, als hätten sie nie irgendwelche Probleme. Und gerade in Pandemiezeiten, wo man natürlich weniger gut verreisen kann, ist dieses Gefühl umso heftiger. Und ja, auch ich habe das ein oder andere Foto auf meinem Instagram-Account, das dieses Gefühl erzeugen könnte. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, ich erzähle euch mal ein paar Geschichten hinter Fotos, die alles andere als erstrebenswert sind. Und die euch zeigen, was da für Scheiße passiert, wie viel Frust, Angst und ja, einfach wie viel negative Gefühle auch im Entstehungsprozess solcher Fotos dabei sind. Und genau darum geht es in diesem Format, um die wahre Geschichte hinter dem einen oder anderen Foto. Und ich möchte heute beginnen mit der Geschichte hinter diesem Foto. Die beginnt in Grundarfjörður, einem kleinen Ort im Westen Islands, in dem man auch Whale-Watching-Tours anbietet. Und obwohl ich mir geschworen habe, nie wieder auf ein Boot zu steigen, das aufs offene Meer hinausfährt, habe ich mich mal wieder breitschlagen lassen, weil die Aussicht darauf, Orcas zu fotografieren, natürlich einfach sehr verlockend ist. Bevor wir also auf dieses Boot gestiegen sind, haben wir alle so ein Spraysuit anbekommen. Das ist wie so ein Overall, der mit Reißverschluss, Kettlettverschluss und Knöpfen versehen ist und den man so schnell nicht wieder ausbekommt, der einen vor der Salzwassergischt schützt. Dass man den so schnell nicht wieder ausbekommt, ist für den weiteren Verlauf der Geschichte dann noch interessant. Wir fahren also mit diesem Boot relativ lang an dieser Halbinsel entlang und es war auch alles cool. Wale haben wir keine gesehen bis dahin und wir sollten auch auf dem Rest der Reise keine Wale sehen. Wie sich aber später herausstellen sollte, war das aber auch ganz gut so. Dieses Foto ist dann entstanden am Ende dieser Landzunge, also am Ende dieser Halbinsel. Da steht dieser Leuchtturm vor diesem Riesenberg und es ist ein super schönes Foto und das war ungefähr die Hälfte der Bootsfahrt. An der Stelle wurde uns dann auch von der Crew eine heiße Schokolade zum Aufwärmen angeboten. Heiße Schokolade war der zweite Fehler in dieser ganzen Geschichte. Ich persönlich werde relativ schnell seekrank und bis dahin war eigentlich noch alles gut. Danach soll es aber relativ schnell bergab gehen, denn wir sind aufs offene Meer hinausgefahren und der Wellengang wurde sehr schnell sehr viel rauer und das Boot begann ordentlich zu schaukeln, was zur Folge hatte, dass mir ziemlich schlecht wurde. Die heiße Schokolade bin ich auch relativ schnell dann wieder losgeworden und meine Kamera mit dem Teleobjektiv dran habe ich meiner Frau in die Hand gedrückt, denn ab diesem Moment war an Fotografieren für mich nicht mehr zu denken. Ich habe mich dann also in die Kabine verzogen und saß da drin und mir war furchtbar schlecht. Das war aber nicht das Schlimmste dran. Schlimm war eigentlich, dass ich relativ dringend auf die Toilette musste und ich habe euch ja vorhin erzählt, dass man so einen Anzug anhatte, den man relativ schwierig wieder ausbekommt. Und mir war es so schlecht, also ich war so seekrank, dass ich tatsächlich damit gekämpft habe, nicht ohnmächtig zu werden. Und die Kombination aus einer vollen Blase, einem Anzug, den man nicht so schnell aufbekommt, und einer drohenden Ohnmacht, das ist so die denkbar beschissenste Situation, die man auf so einem Boot eigentlich haben kann. Also habe ich den Rest der Fahrt, was eine weitere Dreiviertelstunde war, versucht dagegen anzukämpfen, jetzt das Bewusstsein zu verlieren. Mein Sichtfeld wurde immer enger, ich habe alles ganz weit weg gehört, also es war wirklich echt ganz knapp davor, dass ich eigentlich ohnmächtig wurde, aber ich habe meine ganze Kraft einfach darauf fokussiert, nicht ohnmächtig zu werden, weil ich wirklich keinen Bock drauf hatte, mir vor allen anderen hier in den Spraysuit zu machen. Und wie gesagt, Wale gab es dann keine zu sehen, wofür ich dann auch recht dankbar war, weil ich nicht in der Lage gewesen wäre, das irgendwie annähernd zu fotografieren. Also ich war nicht mal in der Lage aufzustehen. Als das Boot dann wieder im Hafen war, ging es dann auch schon wieder besser und als wir näher ans Land gekommen sind und der Wellengang nachgelassen hat, ging es mir auch wieder deutlich besser. Ich war auch nicht allein auf diesem Boot, es ging vielen anderen Leuten genauso und die Crew hat sich vermutlich herrlich amüsiert darüber, dass die ganzen Touristen sich da die Seele aus dem Leib gekotzt haben. Am Ende des Tages stand ich dann da mit diesem Foto und dem Beschluss, mal wieder, dass ich in meinem Leben auf kein Boot mehr steige, das aufs offene Meer hinausfährt. Ob ich diesen Beschluss dann irgendwie halten kann oder ob ich mich mal wieder breitschlagen lasse,
Das wird die Zukunft zeigen. Aber das war wirklich keine erstrebenswerte Situation. Und auch wenn man das Bild anschaut und sich denkt, wow, da wäre ich jetzt auch gerne, glaubt mir, in dieser Situation ist man einfach nicht gerne. Und vielleicht ist der ein oder andere bei euch dabei, der auch schnell seekrank wird, der sich damit identifizieren kann. Das war also die Story hinter diesem Bild und ihr seht, dass da noch jede Menge mehr Emotionen und Gefühle in der Situation dazugehören, als das, was der Betrachter dann letztendlich sieht. Und nicht immer ist das Ganze nur positiv. Wenn dir das gefallen hat, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da, schreib mir in die Kommentare, ob du das cool fandest, denn ich habe noch das ein oder andere Foto, bei dem ich auch eine gute Geschichte habe, bei denen ja, die Erfahrungen oder die Story hinter den Fotos nicht immer nur positiv sind. Und wenn dir das gefällt, dann lass es mich gerne wissen und wenn du davon mehr sehen willst, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn du es noch nicht gemacht hast, würde ich mich sehr über ein Kanalabo freuen. Hier unten irgendwo kannst du diesen Channel abonnieren, dann verpasst du kein Video mehr. Und damit sind wir dann am Ende dieses Videos. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken, schön, dass du auch dieses Mal dabei warst und wir sehen uns dann, wie immer, beim nächsten Video. Bis dahin, mach's gut.